Dieser Diebstahl machte Geschichte. Die Mona Lisa, eines der bekanntesten Gemälde der Welt. Millionen strömen jedes Jahr in den Louvre, um dieses mysteriöse Lächeln mit eigenen Augen zu sehen. Doch wusstest du, dass dieses Meisterwerk bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht berühmt oder wertvoll war? Im Jahr 1911 wurde die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen. Der Diebstahl löste einen internationalen Skandal aus und die Jagd nach dem Gemälde hielt die Welt in Atem. In diesem Video erzählen wir dir, wie es dazu kam, wie dieses Kunstwerk wiedergefunden wurde und wie die Mona Lisa zum bekanntesten und wertvollsten Bild der Welt wurde. Die Mona Lisa, gemalt von Leonardo da Vinci, ist bereits über unglaubliche 500 Jahre alt und hängt seit dem 19. Jahrhundert im Louvre-Museum in Paris. Mit ihrem geheimnisvollen Lächeln und den faszinierenden Augen, die dich aus jedem Winkel zu verfolgen scheinen, gehört sie zu den meistbewunderten Kunstwerken der Geschichte. Aber was macht dieses Bild so besonders? Es sind nicht nur die künstlerischen Techniken, die da Vinci meisterhaft beherrschte. Die Mona Lisa strahlt eine zeitlose Faszination aus, die sie einzigartig macht. Doch das Wissen, dass dieses Werk einmal gestohlen wurde, verleiht der Mona Lisa eine noch mysteriösere Aura. Am 21. August 1911 passierte das Unvorstellbare. Die Mona Lisa verschwand plötzlich. Es war ein ganz normaler Montag im Louvre, als die Angestellten des Museums feststellten, dass die Mona Lisa nicht mehr an ihrem Platz hing. Zuerst dachte man, das Bild sei zur Reinigung oder Fotografie entfernt worden. Schließlich war dies nichts Ungewöhnliches. Doch als Stunden vergingen und niemand wusste, wo das Gemälde war, geriet das Museum in Panik. Ein Jahrhundertkunstwerk, das unbezahlbar war, schien für immer verschwunden. Aber wer stiehlt ein Kunstwerk wie die Mona Lisa? Und vor allem, wie kommt man damit unbemerkt aus dem Louvre heraus? Der Täter war ein italienischer Handwerker namens Vincenzo Perugia, der früher im Louvre gearbeitet hatte. Er hatte einen Plan ausgeheckt, der so simpel wie genial war. Am Tag des Diebstahls betrat er den Louvre in einem weißen Kittel wie die vielen anderen Arbeiter im Museum. Niemand ahnte etwas. Er ging zur Mona Lisa, nahm sie von der Wand, versteckte sie unter seinem Kittel und spazierte einfach aus dem Museum. Ziemlich unspektakulär. Perugia behauptete später, er habe die Mona Lisa aus patriotischen Gründen gestohlen. Er war der Meinung, dass das Gemälde nach Italien zurückkehren sollte, weil es von Leonardo da Vinci, einem Italiener, gemalt wurde. In Wahrheit hatte er aber die Hoffnung, das Gemälde gewinnbringend zu verkaufen. Doch hier beginnt die kuriose Wendung der Geschichte. Anstatt das Bild sofort zu Geld zu machen, bewahrte Perugia die Mona Lisa 2 Jahre lang in seiner kleinen Wohnung in Paris auf, versteckt in einem simplen Koffer. Die Welt war schockiert. Überall berichteten Zeitungen über das mysteriöse Verschwinden der Mona Lisa. Selbst berühmte Persönlichkeiten wie der Dichter Guillaume Apollinaire und der Maler Pablo Picasso gerieten unter Verdacht. Apollinaire wurde sogar kurzzeitig verhaftet, obwohl er nichts mit dem Diebstahl zu tun hatte. Die Polizei tappte lange Zeit im Dunkeln, während sich das Bild sicher unter Perugias Bett in einem kleinen Koffer befand. Niemand hätte gedacht, dass der Täter so nah und unauffällig sein würde. Perugia hielt die Mona Lisa 2 Jahre lang versteckt. Doch im Jahr 1913 machte er den entscheidenden Fehler. Er versuchte, das Bild an einen Kunsthändler in Florenz zu verkaufen. Perugia schrieb dem Kunsthändler, dass er das Gemälde zurück nach Italien bringen wolle. Dieser witterte jedoch schnell den Braten und kontaktierte die Polizei. Perugia wurde in einem Hotelzimmer in Florenz verhaftet, mit der Mona Lisa in seiner Tasche. Das Meisterwerk kehrte endlich in den Louvre zurück. Die Rückkehr der Mona Lisa nach Paris wurde wie ein Triumph gefeiert. In ganz Frankreich jubelten die Menschen, als das Bild wieder in den Louvre kam. Die Popularität der Mona Lisa stieg ins Unermessliche. Heute gilt sie als das bekannteste Kunstwerk der Welt. Ironischerweise hat der Diebstahl das Bild erst richtig berühmt gemacht. Man könnte fast meinen, es handelte sich um einen Marketing-Geniestreich. Perugia wurde daraufhin zu einer milden Haftstrafe von nur 1 Jahr und 15 Tagen verurteilt, während er für viele Italiener sogar zum Volkshelden wurde. Wusstest du, dass es über 60 Jahre dauerte, bis die Mona Lisa mit Panzerglas geschützt wurde? Außerdem hat man sie während des Zweiten Weltkriegs mehrmals vor den Nazis versteckt. Heute ist das Bild millionenfach versichert und die Sicherheitsvorkehrungen im Louvre gehören zu den strengsten der Welt. Und obwohl die Mona Lisa bereits über 500 Jahre alt ist, bleibt sie in erstaunlich gutem Zustand. Übrigens erfuhr Picasso, einer der Verdächtigen beim Diebstahl, erst Jahre später, dass er überhaupt in die Ermittlungen verwickelt war. Das sorgt bis heute für Schmunzeln in der Kunstwelt. Wir freuen uns über eure Meinung zu diesem Thema. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.